Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier auf Soundless Driving. Es gibt eine weitere Lesestunde und zwar aus dem PM-Magazin von der Ausgabe 1 2019, also relativ frisch, auch wenn sie momentan nicht mehr zu kaufen ist. Sie können für diejenigen, die sich dafür interessieren, im PM-Magazin nachbestellt werden. Und ich war ja neulich des Öfteren Gast in Wartezimmern. Da lag so ein PM-Magazin aus und da gab es doch den Artikel von wegen Sondermüll, wie Akkus aus Elektroautos wiederverwertet werden. Und um diesen Artikel geht es hier in der Lesestunde. So, das ist die Seite, ist wichtiger als ich, das ist die Seite bzw. der Artikel, um den es geht. Neues Leben für alte Zellen. So, gibt der Akku eines E-Autos seinen Geist auf, fällt jede Menge Sondermüll an. Das befürchten viele. Jopp, das sehen wir auch immer wieder hier in den Kommentaren. Und manche sind bashing und andere sind wirklich Kommentare, wo sich jemand Gedanken macht. Diesen Artikel, den ich hier gefunden werde, den ich jetzt nicht bis zu Ende von vorne bis hinten vorlesen werde, sondern nur ein paar Auszüge, kann ich nur jedem empfehlen. Und es geht eben um das Recycling von den entsprechenden Auto-Akkus. Also, ich fange vorne an. Wenn der Akku des Elektroautos nicht mehr zuckt, wird es dreckig, oder? Nach 5 bis 10 Jahren oder 200.000 Kilometern, so ein gängiges Auslegungsziel, sind die Batterien durch. Offenbart dann das Öko-Auto seine toxische Seite? Fragezeichen. Wohin mit dem säurehaltigen Sondermüll samt seiner raren Metalle? Kritiker der Elektromobilität befürchten ein Umweltdesaster, so schlimm muss es aber nicht kommen. So, und jetzt geht es eben darum, was Firmen und auch Forscher bislang tun und künftig tun werden, damit es nicht dazu kommt. Es geht weiter. Wenn der Akku im Auto nur noch 70-80% seiner ursprünglichen Speicherkapazität erreicht hat, gibt es drei Möglichkeiten. Wir leben in einer Dreidimensionalität. Es gibt immer drei Möglichkeiten. Das nur eine Anmerkung der Redaktion Soundless Driving. Nämlich eine Reparatur, wenn nur einige Zellen beschädigt sind. Auch das ist etwas, was sich ja die meisten gar nicht vor Augen führen. Natürlich kann ich so einen Akku unter Umständen auch reparieren. Ich muss sie ja nicht gleich wegschmeißen. Dann ein zweites Leben als Energiespeicher. Auch darauf weisen viele YouTuber und Elektroautofahrerbesitzer immer wieder hin, dass es ein zweites Leben gibt. Second Life für Autobatterien. Oder eben eine Wiederverwertung. So, nach einer Studie des Elektroverbandes VDE können gängige Autoakkus 20 und mehr Jahre verwendet werden. Diese Zahl behalten wir uns mal im Hinterkopf. Da 20 und mehr Jahre. 20 und mehr Jahre. Kommt gleich noch was dazu. So, bei BMW sollen künftig unrettbare Batterien ein zweites Leben als stationäre Speicher führen dürfen. Im Zuge der Energiewende wird sich der Markt für Zwischenspeicher etablieren. Glaubt Bruch, das ist ein Mitarbeiter von BMW. Es mangle an Pufferspeichern, die überschüssigen Strom aus Wind- und Sonnenenergie zwischenlagern. Das ist ja das, was wir schon seit langem sagen. Wir brauchen einfach Speicherkraftwerke. Entweder kleine Speicherkraftwerke, wer es sich einrichten kann im privaten Haushalt, aber natürlich auch große Speicherkraftwerke, denn im Moment geben wir ja unseren überflüssigen Strom ab. Nein, ich glaube, wir verkaufen sogar unseren überflüssigen Strom, den wir dann natürlich wieder zurückkaufen müssen. Toller Business Case, sollte man nicht allzu oft machen. So, bei dieser Anwendung, nämlich als Stromspeicher, wird das örtliche Stromnetz entsprechend entlastet und bei dieser Anwendung fallen nur geringe Leistungsverluste des Akkus ins Gewicht.
Also es gibt keine Temperaturunterschiede mehr, es gibt nicht das ständige Anfahren, Bremsen, also beschleunigen und so weiter. Und Bremsen ist ja auch den Akku belasten, zumindest wenn man rekuperiert. Es gibt keine Erschütterungen, keine Vibrationen und so weiter. Also insofern kann eine defekte oder ausgediente Autobatterie auch noch als Zwischenspeicher dienen. Im westfälischen Lünen betreibt Daimler mit dem Recyclingunternehmen Remondis einen Stromspeicher, für den 1000 Altbatterien aus den E-Smarts zu dem weltweit größten Second Life Batteriespeicher zusammengefasst wurden. Da gibt es ja diesen Spruch, tue Gutes und sprich darüber. Warum weiß das keiner? Ihr wisst es jetzt. BMW betreibt eine Speicherfarm mit 500 alten E-Auto-Batterien zur Stromversorgung in seinem Leipziger Werk, das vorrangig mit der Energie aus Windrädern versorgt wird. Und dann gibt es doch auch noch ein Fußballstadion in Europa, wo Batterien, Autobatterien genutzt werden, um Peaks in der Energieabgabe zu puffern. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber wer es von euch weiß, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. So, und dann gibt es natürlich auch noch eine Weiternutzung des Akkus, sagt das Bundesumweltamt. Denn reine Stadtfahrzeuge brauchen keine große Reichweite. Forscher des National Renewable Energy Laboratory aus den USA halten diesen Ansatz ebenfalls für praktikabel. Sie kalkulieren mit 10 Jahren weiterer Lebensdauer. Wir erinnern uns, 20 Jahre im Sinn, ne? Plus 10 Jahre macht 30 Jahre. Also es ist nicht unrealistisch, dass Akkus, ich habe das auch mal in irgendeinem meiner früheren Videos gesagt, 30 Jahre Lebensdauer haben. Denn mit einer Restkapazität von 70% können gerade Pendler sehr gut leben. Dann geht es weiter, und zwar in das Thema Recycling. Im Wesentlichen gibt es zwei Methoden, mit denen industrielle Anlagen Lithium-Ionen-Batterien in ihre Bestandteile zerlegen. Die hydrometallurgische und die pyrometallurgische. Ja, also ich will euch jetzt nicht langweilen damit, und ich bin selber auch kein Chemiker, aber es werden die Akkus in irgendeiner Form zerkleinert und es werden Metalle wie Kobalt, Kupfer, Nickel, Aluminium und so weiter chemisch herausgelöst. Unternehmen wie Tesla argumentieren zwar, dass bei dem Ultrahochtemperatur-Schmelzverfahren, wie es der belgische Recycling-Spezialist Umicore verwendet, Kobalt und Nickel mit angeblich 70% weniger CO2 im Vergleich zum Abbau in Bergwerken gewonnen werden können. Und Umicore habe ich auch schon mal erwähnt in einem meiner Videos, und Tesla betreibt ja seine Gigafabriken, respektive auch die Herstellung von Akkus, dann CO2-neutral, sagen wir mal weitgehend CO2-neutral. Ich habe es nicht gesehen, aber Elon Musk hat es gesagt. Dennoch schreibt hier, wer hat das eigentlich geschrieben? Wer hat das denn geschrieben? Das muss doch irgendwo stehen. Steht es hier vorne? Wer hat das denn geschrieben? Chris Löwer. Chris Löwer. Neues Leben für alte Zeilen. Chris Löwer. Ja, ganz gut recherchiert, wie ich finde. Dennoch muss der Energieaufwand reduziert werden. Denn natürlich, wir reden ja viel von CO2 und Energieaufwand während des Autofahrens oder während der Herstellung von fossilen Brennstoffen. Und wenn wir uns über Recycling unterhalten, müssen wir fairerweise natürlich auch sagen, was für Energien sind denn notwendig, um so eine Batterie zu recyceln. So, dann kommen die Forscher des Fraunhofer Instituts für Silikatforschung, SEC, ins Spiel. Die sitzen in Hanau und haben ein elektrisch-hydraulisches Recycling eine elektrisch-hydraulische Recycling-Möglichkeit entwickelt, und zwar lösen sie die Metalle in Form von Schockwellen, das passiert im Wasser,
elektrische Ladung, setzt Schockwellen frei und so weiter. Also auch eine ganz interessante Methode. Also ihr seht, da wird wirklich gearbeitet. Ja, es ist nicht so, dass alles doof ist, sondern da wird wirklich dran gearbeitet. Und wir stehen mit der Elektromobilität am Anfang. Die fossile Automobilindustrie ist über 100 Jahre alt und da hat sich nicht viel getan. Oh, jetzt höre ich es wieder unten. Aber unsere Diesel sind doch sauber geworden. Ja, sind sie, aber es wird in eine alte Technologie entwickelt und hier entwickeln Firmen und Institute in eine neue Technologie. Man kann ja das eine tun, ohne das andere nicht zu lassen. So, die Innereien, also ich bin jetzt wieder bei der Elektroschockwellentherapie. Die Innereien der Batterien zerfallen sauber in ihre Einzelteile. So wird das Auftrennen der Batteriematerialien ohne Chemikalien ermöglicht. Das Verfahren braucht keine hohen Temperaturen, verbraucht entsprechend weniger Energie und verursacht weniger Kosten. Auch nicht schlecht. Dann gibt es noch den Herrn Christoph Herrmann, der ist Institutsleiter für nachhaltige Produktion Life Circle Engineering an der TU Braunschweig. Viele Grüße in meine alte Heimat. Und zwar beschäftigt er sich ebenfalls, beziehungsweise das Institut, mit der energieintensiven Wiederverwertung, bei der Metalle mechanisch abgetrennt werden. Der Trick besteht in einem Schredderverfahren, bei dem unterschiedliche mechanische Belastungen auf zusammengebackenen Metallstreifen wirken, wodurch diese fein säuberlich voneinander getrennt werden. Nun werden Nickel, Kobalt und Lithium sortenrein voneinander getrennt. Also die TU Braunschweig ist auch dabei, etwas zu entwickeln. Und da Braunschweig nicht so furchtbar weit weg ist von Wolfsburg, könnte ich mir vorstellen, dass VW dort auch in irgendeiner Form seine Finger-Gelder mit drin hat. So, Herrmann will so eine Recyclingquote von bis zu 75% erreichen, hält sogar einen noch besseren Wert für möglich. Also 75, 80 oder mehr Prozent Recycling ist möglich, um aus einer nicht mehr zu gebrauchten Autobatterie, und wir haben ja gerade gehört, wie viele Jahre, fast Dekaden wir Zeit haben, bis das soweit sein muss, um Nickel, Kobalt, Lithium, was haben wir sonst noch, wieder rausgetrennt werden kann. So, dann geht es auch um eine Braunschweiger Firma, von denen wahrscheinlich noch nicht viele Leute gehört haben, und zwar die Düsenfeld GmbH, nicht Düsentrieb, die Düsenfeld GmbH beschäftigt mittlerweile ein Dutzend Mitarbeiter und ist zum Weltmarktführer aufgestiegen. Jetzt sollte ich vielleicht nicht vergessen, Dauerwerbesendung da oben irgendwo einzublenden oder da unten irgendwo einzublenden, denn hier werde ich ja Werbung machen. Okay, die Produkte könnt ihr nicht kaufen, also von daher, doch, das könnt ihr kaufen, also Dauerwerbesendung. Also, die Braunschweiger Düsenfeld GmbH ist zum Weltmarktführer aufgestiegen. Da gibt es einen Christian Hanisch und der hat ein Recyclingverfahren entwickelt oder war daran beteiligt, bei dem auch der Elektrolyt zurückgewonnen werden kann. Mit unserer Herangehensweise können Lithium-Ionen-Autobatterien mit einem um 40% geringeren Fußabdruck produziert werden. Da schau her. Ja, jetzt kommen wir zum Ende des Artikels. Da geht er natürlich darauf ein, dass das alles noch in der Entwicklung ist und dass sich, und das ist unternehmerisch nun auch ein sinnvoller Ansatz, dass man erstmal überlegen muss, lohnt sich denn das alles überhaupt? Denn so ein Recyclingverfahren zu entwickeln, Institute zu beauftragen, kostet natürlich ein Heidengeld. Also wann und ob ein Recycling ökonomisch lohnend sein wird, hängt nicht zuletzt von der Entwicklung der Rohstoffpreise ab, bemerkt Wieland Brüch, den hatten wir ganz zu Anfang schon mal, von BMW und verweist vor allem auf den ökologischen Aspekt. Letztendlich kommt es darauf an, den Wertstoffkreislauf zu etablieren. Ja, das ist ja das, was das Lithium im Grunde so interessant macht, wenn es einen Kreislauf gibt, dass das nicht wie bei den Verbrennern das ganze Palladium, Platinum und Platin meine ich, irgendwo verpufft und das Öl und die anderen fossilen Rohstoffe, sondern dass man da in einem geschlossenen Kreislauf das Ganze wieder gewinnen werden kann. Aber, sagt er auch, was die Aufgabe künftig erschweren dürfte, ist,
das mit 2S, nicht ausgemacht ist, dass alle Stromer mit Lithium-Ionen-Akkus ausgerüstet werden. Und das ist ja der nächste Punkt. Die Entwicklung geht so schnell, dass es gar nicht klar ist, ob wir in 10 Jahren, um mal irgendwas zu sagen, noch überhaupt mit Lithium-Ionen-Akkus fahren. Vielleicht gibt es was ganz anderes und da macht es natürlich heute, oder das Risiko ist natürlich heute recht hoch für die Firmen, die sich in dem Recycling für Lithium-Ionen und Kobalt, Tesla ist ja auch dabei und hat es mit dem Model 3 ja schon umgesetzt, weniger Kobalt einzusetzen in seinen Akkus oder überhaupt noch Kobalt einzusetzen in seinen Akkus, weiß ich nicht, aber schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Es sind sicherlich der ein oder andere Model 3 Fahrer oder derjenige, der Model 3 bestellt hat, der das weiß. Also schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, ob noch im Model 3 Kobalt drin ist oder ob sie es nur stark verringert haben. Ich meine, sie haben stark verringert. Aber wenn ich mich jetzt natürlich um das Recycling dieser Rohstoffe kümmere und diese Rohstoffe werden dann künftig nicht mehr eingesetzt, dann habe ich mit Zitronen gehandelt. Längst wird an anderen Metallkombinationen gearbeitet und schon jetzt erweist sich diese konstruktive Vielfalt des Akkus als hinderlich, weil sie ein automatisches Recycling fast unmöglich macht. Also, das wird man beobachten müssen, mit was wir künftig fahren. Ja, sind es immer noch Lithium-Ionen-Akkus oder andere? So, dann kommt der Batterieforscher Novak. Für Batterieforscher Novak, den hatten wir doch hier vorne schon mal irgendwo, der war von irgendeinem Institut aus USA, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ich will jetzt nicht alles wieder lesen. Also, für Batterieforscher Novak ist ein Recycling ohnehin erst dann sinnvoll, wenn aus alten wieder neues Lithium entsteht. Ja. Denn das soll ja wiederverwertet werden, sonst ist eine grüne Technologie natürlich auch fragwürdig. Ziel muss es sein, neue Batterien aus komplett recycelten Rohstoffen herzustellen. Ja, auf dem Weg sind wir dann ja so langsam. Daher macht für Novak derzeit das zweite Leben für die alten Zellen am meisten Sinn. Was sich darüber schick gestalten kann, wie Straßenlaternen mit dem bedeutungsschwangeren Namen The Reborn Light zeigen. Da ist nämlich Folgendes passiert. Und zwar hat Nissan die Region um Fukushima nach der Tsunami- und Atomkatastrophe haben sie aus Solarpanelen neue Leuchten gemacht letztendlich, neue Designleuchten gemacht, schreibt man hier, also Straßenlaternen gemacht und die in alten Akkus aus dem elektrogetriebenen Nissan Leaf gespeichert werden. Die Akkus verstecken sich im Sockel der Laternen. Künftig soll auch weiter Licht in abgelegenen oder vom Stromnetz abgehängte Regionen gelangen. Ja, das sind natürlich alles Möglichkeiten, wie man so eine Batterie, die für den Fahrbetrieb nicht mehr reicht, dennoch weiterhin nutzen kann. Und bitte, wir sind bei 20 bis 30 Jahren für ein Leben einer Autobatterie und wir sind immer noch am Anfang. Also ich möchte mir gar nicht vorstellen und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, was da in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt. Das bleibt spannend. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch bitte. Wenn nicht, dann nicht. Solltet ihr es nicht schon getan haben, und ich weiß, viele haben es noch nicht getan, weil nur ungefähr 1% meiner Abonnenten schauen dieses Video. Also diese Ansprache geht an die anderen 98% der Zuschauer. Bitte liked dieses Video und abonniert den Kanal. Das wollte ich sagen. Abonniert bitte den Kanal. Das freut mich sehr und ist natürlich auch immer ein Zeichen dafür, dass das geschätzt wird, was wir YouTuber hier tun. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.